Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Wir sind hier noch mitten in der Stadt und ich hoffe für euch, also nicht in der Stadt, wir wollen in die Stadt, ne? Oder? Ja, mal komplett wieder hier ein Weg im Kopf, ne? Wir wollen zur Stadt, wir sind noch mitten am, ja, hier, ja, eigentlich am Lager, ne? Wir sind hier, ich glaube, da oben sieht man noch die Base. Wo ist sie denn? Ich weiß nicht, wo ich bin. Aber ist auch scheißegal und ich habe schon wieder keine Flagge gebaut, ey. Das fängt ja mal wieder gut an. Völlig verplant. Naja, gut. Ich bin es gewohnt, ich hoffe, ihr mittlerweile auch. Ja, wir wollen mitten in der Stadt. Es kann so sein, dass mal ab und zu im Hintergrund so ein fettes, lautes Geräusch ist. Und ja, das ist ganz lustig, weil mein Nachbar, der mäht den Rasen. Und der hat nicht einfach einen Rasenmäher. Nee, nee, nee. Der hat eine ganze Kolonie anscheinend oder einen ganzen Bestand in sein. Sag schnell in seinen Verschlag, in seinen Schuppen drinne, weil der kann nämlich hier so muss ich hin. Weil der hat alles Mögliche, so ein Handgerät, ein Laubbläser, dann hat der, oh, eine Kalaschnikow, der hat alles drinne, ne? Und der hat nicht einfach so ein Handrasenmäher, der hat auch keinen nein, kleinen Mähroboter, nee, der hat so ein Fahrzeug dazu, ne? Sieht aus wie so ein Müllcontainerwagen, ne? Beziehungsweise ein Müllwagen. Und ohne Container. Den Container könnt ihr jetzt immer streichen. Hört immer. Also, warum sagt ihr immer wieder Container? Damit pest ja rum, ne? Das sieht so aus, ob wir das gleich auf der Autobahn und den Schnee wegschieben, wenn einer da wäre. Aber. Und das Ding ist laut, ne? Das ist richtig laut. Und das ist jetzt, ja. Also, manche würden es nicht stören. Ich höre es extrem. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Aber ich hör's, ne? Also sitzt mal im gleichen Boot. Ich kann da irgendwas machen, ne? Ich könnte das Fenster ja wahrscheinlich noch irgendwie dermaßen mit Kit noch zuhauen, damit das denn nicht so. Aber wie gesagt, er hat einen Turbo-Mega-Rasenmäher, ne? Das ist hier, boah, ne? Also ich glaube, damit früher konnte er durch eine ganze Schule fahren und der Ort hatte keine Kinder mehr, ne? Also so ungefähr sah das aus. Oder der ist damit schon, der sieht doch so alt aus, ne? Das ist schon hier vor Dresden 45, so ungefähr, ne? So alt sieht das aus. Das klappert, ich weiß auch gar nicht, ob der Krach eigentlich vom Motor kommt oder weil der Ding einfach klappert. Das weiß ich nicht, also. Aber, ja, okay. So, das mal beiseite. Wir wollen hier noch ein bisschen rum, ein bisschen Blödsinn machen. Ihr habt fleißig geschrieben. Hochhäuser sind ganz geil, ne? Barfoot? Ja klar, aber ich cheate doch nicht, ne? Also warum soll ich mir jetzt fressen und meinen Lebensbalken? Pff, der ist lang genug, ne? Ich habe auch gar keine Angst, was soll denn schon hier passieren? Also ist ja jetzt nicht so, dass da ordentlich was hier mir Angst machen könnte, ne? Ihr habt ja gesehen, so die letzten. Wir haben ja kaum, also wir haben noch gar keinen Strom, ne? Also was soll denn da jetzt so kommen? Ich bin mal gespannt, auch so interessant vielleicht, ne? Das werden viele wissen. Und die meisten wohl schon, ja, aber ich nicht. Hier, diese kleinen Titanen, die da so ab und zu sind, ne? Kommen die denn immer alle 5 Tage oder kommen die denn immer jetzt mal 3 Tage, 2 Tage, 1 Tag, alle 2 Tage, 1 Tag oder immer jeden Tag abwechselnd zum zweiten Tag? Oder weißt du, ein Tag kommen die, ein Tag im Kont. Alter, wir sind jetzt so. Nur weil ich gegen den Titan was gesagt habe? Achso, ich werde explizit nochmal, weil, ja, nicht nachgefragt. Doch, wurde ein bisschen nachgefragt. Wo ist er denn? Oh, ich wollte dich im Flug, wollte ich dich, ne? Morden. Wer Bio ist, wenn wir Bio mal treffen, ne? Spawnen die jetzt alle oder warum kommt. Alter. Junge, 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 hast du zugenommen? Siehst aber nicht gesund aus. Alter, jetzt, boah. Ey, da ist noch ein neuer. Schau mal, wir müssen hier mal ein bisschen systematisch laufen. Jetzt laufen wir mal hier so lang. Er wollte schon sagen, du kannst doch nicht so viel. Oh, Entschuldigung. Ja, das Gute ist natürlich, dass du jetzt die Pfeile genau da hingelegt hast. Stopp doch mal. Jetzt? 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 Dankeschön. Ist ja nicht so, dass du ein bisschen viele Pfeile von mir irgendwie verzerrt hast. So, irgendwo hier hinten lagen noch welche. Hier ist noch welche. Und irgendein Vollidiot hat sie hier hingelegt. Weiß aber auch immer nicht warum. So, in der City. Ja, Hochhäuser.
Ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Was hat er denn erzählt? Ja, wie gesagt, also hier mit dem Barfuß und so. Lebensbalken ist dermaßen. Okay. Okay. Es könnte. Also es muss jetzt hier nicht ruckeln unbedingt. Das wäre auch ganz cool. Ich weiß gar nicht, woran das. Ich habe ja. Ich lasse ja immer hier so links und rechts bei mir alles so anzeigen, ne? Und konsequent ist meine Grafikkarte so bei. Ja, jetzt ist 77 Grad, ne? GPU-Auslastung ist so bei. Jetzt ist er 56, 60. Naja, pff, ist nix, ey. CPU ist bei 40%. Pff, ist nix. Und trotzdem, die Spiele ruckelt immer, ne? Der hat so eine Ladeschwierigkeiten, ist natürlich noch nicht optimiert, ne? Das ist logisch irgendwie. Aber ist irgendwie ein bisschen komisch. So, ich muss mal kurz hier nebenbei ein bisschen gucken. Das ist leider so. Ja, ganz komisch. Ich muss mal kicken, das ist ein bisschen nämlich interessant, weil ich habe nämlich eine Einladung gekriegt, das ist auch privat. Ich bin ja, ich arbeite ja, ne? Ich musste mal von vorne erzählen. Habe ich so ein bisschen was zu erzählen, ne? Manche findet ja immer interessant, da passiert ja auch immer so Real Life ein bisschen, ne? Da. Ja, was soll ich erzählen? Also, pass auf, ne? Ich arbeite. Nicht ehrenamtlich, ne? Ich arbeite, um mein Geld zu verdienen, ne? Also um meine Miete zahlen zu können und so weiter und so fort, ne? Mir wird ja nichts geschenkt. Deswegen bin ich immer von frühs. Ich sag mal, heute bin ich mal ein bisschen pünktlicher zu Hause, 4:30, ne? Aber sonst bin ich von sieben, ja, bis. Hey, da war ich schon mal. Von 7 bis, oh, schlag mich tot. Uhr, ne? 17, 18, meistens so, ne? Und dann komme ich nach Hause und dann heißt so Zeit für das hier, ne? Oder ich machte die im Vorderarbeit. Oftmals Vorderarbeit, weil irgendwann bin ich auch platt. Nicht oft, aber irgendwann bin ich platt. Ey du, Herzeige. Komm, EKC weiter. So, und während ich hier alles verschieße, was ich hier nicht treffe. Schon tot. Und auf jeden Fall, ne, arbeite ich in so einer Branche, ne, da wo du auch so bei Kunden bist, ne, und bei denen so was machst, ne, damit die ein besseres Leben haben, ne, beziehungsweise damit es bei denen geiler wird zu Hause, ne. Und auf jeden Fall war ich mal bei einer Kundin gewesen, ne, im Januar, Quatsch, im Mai. Und hab bei der so was gemacht, ne, nicht alleine, ne, ich war da mit ein, zwei Kollegen gewesen und sowas, ne. So. Und dann war ich irgendwann eine Woche später dann nochmal, um meine Arbeit abzuschließen und alles schön und gut, ne? Das war im Mai. So, jetzt pass auf, ne? Jetzt haben wir es ja, also ich habe heute auch den 31., ne? Ich nehme heute mal nach der Arbeit auf. Und, ja, auf jeden Fall, krieg heute im Briefkasten, da ist da so ein Brief drin, ne? Von der Polizei. Und ich denke mir so, hä? Was soll denn der Sioni so gemacht haben, ne? Weil ich bin ein lieber Mensch, ne? Also außer da ich hier sämtlichen jeden mit erhöhter Geschwindigkeit ins Gesicht fasse, und das mit Leidenschaft, mache ich ja sonst nichts, ne? Also ich bin ja eigentlich, ne? Bin ich ein zarter Junge, ne? So. Und erst dachte ich, das ist ein Scherz, ne? Erst dachte ich so, Polizei und sowas, ne? Was wollen die denn jetzt von mir, ne? Aber da stand im Fett drauf so als Zeuge. Pass auf. Und, oh, ich erzähl gleich weiter hier, ne? So Multitask jetzt, so, ich muss mich ja konzentrieren, ich muss ja wissen, was ich laber. So, und, ist wirklich total eine spannende Geschichte, ne? Ist auch eine kurze Geschichte, pass auf, ich mach's so lang. Und auf jeden Fall, ne, steht da so drinne Zeugen und sowas, ne, und das war im Mai, ne, steht da eine Range, ne, Diebstahl wegen, also da ist nur Diebstahl zur Überschrift, ne, und da ich geladen bin als Zeuge, und dann steht dann so da, Ermittlungszeitraum, ne, von, pass auf, Anfang Mai bis Ende Juli. Ja, der 7. Juli, ne, denke ich mir, what the fuck? Was soll denn da geklaut worden sein? Also wir waren nicht die Einzigen, die da waren, ne? Da waren wahrscheinlich auch mehr, aber die Tage, wo ich da war, und da weiß ja auch die Kunde, weil die kriegt ja da eine Abrechnung, da war kein anderer da. Also, da war keiner, ne? Außer meine Leute. So, und dann frage ich mich, jetzt haben wir ja Ende August, ne? Und ich frage mich, ganz ehrlich, was im Gottes Namen kriegt man denn nicht mit, was gestohlen worden ist? Also, du gehst ja nicht zum Kunde und nimmst einen Fernseher mit, ne? So.
Und selbst wenn du den Fernseher mitnimmst, musst du den ja mitkriegen. Dazu muss ich sagen, die Kundin war eine von einer älteren Generation, ne? Die, ja, die war eigentlich. Also sie hat mich mal, die hat da so ein bisschen umgeräumt, ne, in ihren Dings, ne, und die hat dann mal so gefragt, weil sie kennt sich hier so mit Computer und sowas ja nicht aus und Router und all sowas, ne, ob sie das halt braucht und ob ich das irgendwie, ob ich so freundlich wäre, ihr helfen könnte, ne. Und das habe ich natürlich auch gemacht, weil ich bin, Herz Juni hat ein Herz für soziale Tätigkeiten, ne, deswegen helfe ich denn da auch so bei sowas, ne. Und wenn ich anderen eine Freude machen kann, ne, dann freut es mich auch so, ne, weil ihr habt ja auch Trinkgeld und. Ist nicht eigennützig gedacht? Nee, nee. So, und auf jeden Fall, ja. Weiß ich gar nicht, was ist denn. Man könnte sich ja natürlich vorstellen, dass da vielleicht einer kommt und dann so Schmuck vielleicht mitnimmt. Ne? Ich weiß ja nicht, wie wertvoll manche Menschen. Ich habe keinen wertvollen Schmuck. Ne? Das einzige Wertvolle, was ich an Schmuck habe, ist das, was ich am Körper trage hier. So meine Kettchen hier und sowas. Ne? Aber mehr habe ich auch nicht. Bin jetzt nicht so der Schmuckboy. Ist das ein Hochhaus? Oh ja. Bio? Bist du's? Ich zieh dich mal raus. Nicht, dass du Bio bist. Ah, du siehst. Nee, das ist nicht Bio. Bio sieht so ähnlich aus. Nur hat grüne Flecken. Oh. Ich dachte, er trifft, ey. Ey, du hättest aber auch zu Ende abreißen können. Wenn du da schon mal drauf haust, ne? Hättest du mir doch mal ein bisschen leichter machen können. Alles muss sie alleine machen. Ja, und so, aber da ist es, weil das wäre denn eine Sache, das fällt ja nicht sofort auf, ne? Wenn der Schmuck irgendwie weg wäre, es würde ja nicht direkt auffallen, dass dein Schmuck fehlt, ne? Wo denn? Seid ihr denn? Kommst du jetzt immer rum hier ran? Ach du heiliger Bimbam! Ich bin nicht so ein. Ey, sag mal. Fast noch mit der AOE getroffen, ey. Ah, kleine AOE, ne? Ach so, ein klein, ne? Sagt man nicht immer. An der Nase des Mannes? Oder wie war das? So. Ja, das ist so ein bisschen so, keine Ahnung. Jetzt geht natürlich bei mir im Kopf voll die Fantasie durch, ne? Was gibt's denn, was du nicht gleich mitkriegst? Besonders in der Range von, ja, gute 3 Monate, ne? So, Mai, Juni, Juli. Ne? Da musst du doch. Was gibt's denn da, was man echt nicht geschissen kriegt im Hirn, ne? Wollte ich mir nicht mal ein Lichtschwert machen? Das ist natürlich für so eine Infights hier. Ach, jetzt kommst du, oder was? Ne? Die ganze Zeit guckst du mich nicht an, du böser Boy. Hey, durch die goldene Mitte, habt ihr gesehen? Ja, ich frag mich da eben halt, ne? Was im Gottes Namen? Gut, die ist natürlich. Habe schon erzählt, ein Happen älter, ne? Das ist natürlich, ob da der Fernseher nicht mehr da ist oder die aus dem Fenster guckt, ne? Das weiß ich ja auch nicht, ob das denn unmittelbar nicht so auffällt, ne? Können mir vorstellen, dass es schon so ein paar gibt, ne? Die dann denken, boah, was kommt denn heute? Heute kommt Straße. Ich sag mal so, die meisten Sachen, ne, die man tagsüber gucken kann, ist ja eh voller Rotz, ne? Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten, ne? Ob der jetzt Hartz IV TV ist oder sämtlichen anderen schon die Kack, ne? Aber, Verdachtsfälle, Blaulichtreport. Ah, Spooky. Nee, nee, bleib mal da mit deinen hässlichen Explodierschädel. Ja, und das ist nämlich immer das Hässliche. Und dann am Ende suche ich die Pfeile, BZW. Ja, die sind weg. Ah, hier. Einen hat er dahin geschossen. Nee, hat er nicht. Das war ich selber. Also, falls ihr jetzt denkt, so, what, echt? Ne, voll dahin geschossen? Nee, das war ich. Herz Heike. Ich hab da erst. Oh. Wo willst du denn hin? Alter. Oh, Graf von Gerippe. Nicht lustig. Oh. Nee, das war jetzt irgendwie nicht so cool. Oh. Weißt du, ich bin jetzt hier extra in so ein Hochhaus, weil das hier so hieß. Hier gibt's richtig geilen Stuff, ne? Also kann's ja wahrscheinlich auch gehen. Aber so richtig hab ich den noch nie gefunden. Also unten hat man einen Kühlschrank. Ja, come on. Ne? Aber hier wird es doch bestimmt auch noch hier. Ah, da. Guck mal, ein Kupper. Kupper, wie haben wir schon? Haben wir schon mehr als ein Kupper? Wir haben 6 Ores. Ah, hier. Ja, ein bisschen haben. Okay, alles klar. Ich nehme es vielleicht ein bisschen zurück. Aber nur vielleicht.
Man schon merkt, so, was ist denn heute mit denen los? Ja, ich habe gute Laune. Das kann auch mal so vorkommen, da ich gute Laune habe. Aber ich mache immer kein Hehl draus, ne? Ihr merkt ja auch selber so, das ist mal eine Aufnahme so und eine Aufnahme so, aber kennt ihr ja selber, ne? Man ist eben halt mal so oder so drauf. Ich will da auch nicht. Also bei ganz schlechter Laune nehme ich jetzt nicht auf, unbedingt, ne? Dann versuche ich das zu schieben. Gibt ja auch so Tage, da ist man so breit im Kopf, ne? Dann macht ja auch keinen Sinn, das denn zu machen. Ich glaube mal, viele machen das, bei mir nicht so. Und wenn ich eben dann so normal drauf bin, bin ich eben halt normal drauf. Was soll ich machen? Und wenn ich dann eben so wie jetzt aufgedreht und gute Laune habe, ne, wie so ein Duracell-Hase am besten in die Welt reinstolzieren könnte, möchte, ne, dann ist das eben halt so. Und dann nimmt man das eben mit und dann kann ich eben dann halt eben so sein. Ne? Wie gesagt, das ist, also weder man lebt damit oder man sagt eben so, ja, kennt man selber eben. Und ich glaube, die meisten kennen es. Das hier Tage, da ist das so halt, ne? Ich brauche mich da auch nicht schämen. Mama hat gesagt, ich muss mich nicht schämen. Für sowas. Ich habe das da eingesehen. Bio? Bist du es? Oh, das komm, lass mal hier ab. Komm, komm. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Nee, das ist nicht Bio. So ähnlich sieht Bio aus, nur mit grünen Flecken. Gibt es eben selten. Ist eine aussterbende Rasse anscheinend. Aber ich mag ihn. Ich mag ihn extrem. Weil Bio hat so einen lustigen Sound, ne? Ich weiß, also Bio, A, wegen den grünen Flecken. Das ist auch nicht Bio, ey, da. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh, Mann. Das versuche ich eigentlich immer zu vermeiden, weil ich dann immer die ganzen Pfeile vom Boden kratzen darf. Ah. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt die Taste nicht mehr genommen hat. Ah, guck mal. Die Daywalkers kommen. Ihr hört doch schon wieder, oder? Ist das hier ein Daywalker-Sound? Werde ich ja gleich mitkriegen, wenn die von hinten mir versuchen da. Ich mach mal Licht an hier. Das ist ja vielleicht auch noch ganz gut. Zeig doch, der erste kommt schon mal. Also seit Tagen vermisse ich irgendwie so ein bisschen Sadomaso, Micha. Was ist denn los? Hat der gekündigt? Hat der den Dienst eingestellt oder was? Ja, dann gehen wir erstmal hoch hier. Ne, ich wollte schon sagen, diesmal nicht explodieren, weil dann sind mir wirklich die Pfeile weg. Hallöchen. Ich wollte schon sagen, hier ist er noch irgendeiner. Okay. Irgendwas runtergefallen? Noch nicht. So, Kupfer? Joa, zwei Kupfer! Nola, ich halt die Schnauze, Wilhelm, ne? Ich halt wirklich die Schnauze. Du hast gesagt Hochhäuser. Ich hoffe, du warst es. Nicht, da ist ein anderer, Mann. Weiß ich ja auch nicht. Ich kann mir auch nicht alles merken, ne? Das ist immer so, für meine Verhältnisse wird nämlich immer ziemlich viel geschrieben. Und ich versuche immer auch alles zu beantworten, soweit ich realtime-mäßig Zeit habe, weil, ja, das hier ja, wie gesagt, ist eben halt nur so ein. Ey. Oh ne, wisst ihr, wer da ist? Da ist Vampire, ne? Der Mechanical. Mechanical Vampire. Geh mal, den stört nämlich immer ja nicht, ob ich darin baller oder nicht. Das. Ah, aber das hat ihn. Das hat ihn schon so ein bisschen getriggert, ne? Das fand er jetzt nicht ganz so geil. Liegt doch total beleidigt da. Alter, wie machst du denn das mit den Beinen, ey? Das ist aber. Das schläft sie aber ganz komisch, glaube ich. Aber ist auch nicht mein Ding, ne? Du kannst ruhig so pennen. Ich verurteile dich nicht deswegen, ne? Ich mache mich nur lustig darüber. Ach du. Oski! Was ist los? Was ist los? Ne, komm mal hoch. Nee, nicht mauzen. Komm hoch. Komm her. Komm, lass mich nicht betteln. So, erstmal Kühlschrank nehmen. Komm! Willst du nicht? Sonst kommst du immer angeschissen. Bei jedem bisschen. Ja, aber ich kenne deinen komischen. Ne, komm. Ja. So. Jetzt ist er auch da. Oskar, guck mal da. Guck mal in die Kamera. Guckst du? Mach ich Facebook. So. Benutzt eigentlich noch jemand Facebook?
Oh, guck mal, wir haben voll viel. Was wollen wir denn essen? Stopp mal, erstmal muss ich hier schließen. So. Habe ich damals mal den Trick gelernt, ne? Ich glaube von Max noch. Kann sein, muss aber nicht. Dass ich, boah, ist aber auch schon Jahrhunderte her, ne? Also, das muss ich auch mal dazu sagen. Aber da ich hier das aufessen kann, dann muss ich das nicht mitschleppen. Ja, Oskar, guck mal raus, ne? Der mäht schon wieder mit seinem Megatraktor, ich weiß nicht, was das werden soll. Oh! Ja, was denkst du denn, ey? Ich hab mich auch erschrocken. Das vernünftig. Aber ich mag nicht, wenn Frauen schreien. Guck mal hier. Guck mal hier. Jo, Bums. Bums. Guck mal, können wir hier so ein bisschen Monitor noch drehen? Dann sehen dich alle. Und deine Fratze. Aber der will eh nur, glaube ich. Der macht ganz, ganz komische. Nee, 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 nee. Stopp mal. Also, ich muss ein bisschen aufpassen, weil immer, wenn der über die Tastatur läuft, ne, kann es nämlich sein, dass er die Aufnahmetaste irgendwie so ein bisschen trifft. Und dann seid ihr weg. Dann muss ich Feierabend machen, ne? Das ist halt bei Einspiel, bei Raft ist das schon mal passiert, ne? Da wollte ich eigentlich noch ein bisschen was machen. Oh, Alter. Oh, jetzt hat es mir aber quer durch die Sicht gefasst, ne? Dafür gibt es aber keine Blumen. Alter. Ich wollte schon sagen, Ina kommt dann noch von hinten, oder? Oder rennt er jetzt runter auf Verstärkung holen? Wo ist der denn? Okay. Ja, denn nicht. Oh, wieder zwei Kupfer. Na, holla die, ey. Halt dein Gesicht fest, ey. Jetzt haben wir so viel Kupfer. Wo ist er denn jetzt? Ich mach mir langsam Sorgen. Hallo? Oh, Entschuldigung. Oh. Bist du ein Einhorn jetzt, oder? Acquisit ja auch nie. So, Goodie. Ja. Ja, weiß ich gar nicht. So bei der Polizei. Ne? Das wird voll öde, ne? Ich mache mir jetzt so einen Gedanken, da ist bestimmt so, ich komme da einfach nur hin. Dann heißt es hier Frau Punkt, 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 ne? Der wurde das und das entwendet. In den Zeitraum. Haben sie was gesehen? Wo arbeiten sie? Also erstmal Personalien. Heißen sie denn wirklich? Sioni? Werde ich natürlich sagen, ja, klar, hier ist mein Kanal. Werbung? Quatsch, ne? Hier könnte ihre Werbung stehen. Aber, aber dann wird eben nur so gefragt, habe ich was mitgekriegt? Nee, ich war ja alleine da, das waren nur meine Leute da, sind ihre Leute vertrauenswürdig? Und ich sage, nee, den würde ich noch nicht mal einen Fussel anvertrauen, ne? Weil ich weiß, dass die alle Fussel, jeder Dussel hat einen Fussel, ne? Also, deswegen. Und, meine Fresse, aber manche vertragen aber auch mehr als ein Achterarmiger. Oh, gar keinen Zucker reinnehmen? Ich muss hier eine Sekunde. Oh Gott, zeig fast. Kennt ihr das? Ich trinke ja immer nicht nur einen Kaffee, sondern mehrere Kaffee. Geschichten aus dem Leben von Zuyumi. Also, pass auf. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn ich den Kaffee, weil ich ja mehrere trinke, ne, will ich nicht jedes Mal mir einen Löffel nehmen, um den Zucker und die Milch zu rühren. Ne? Also lasse ich den drinnen. Oh, ich wollte schon sagen, lieber einen Kopf wegschießen, als jetzt hier so ein Explo-Party machen. Ey. Auf jeden Fall, nee. Das ist uncool. Kann ich hier was reinpacken? Nö, wa? Moment, ich muss erstmal. Auf jeden Fall, oh! Uiuiuiui. Pass mal auf, den machen wir mal schneller hier. Ne, ihr seid da hinten ruhig. Auf jeden Fall. Ne, den kann ich jetzt wieder so machen. Ja, und weil ich denn nicht jedes Mal Bock habe auf neuen Löffel, ne, lasse ich den natürlich drin, aber dann passiert natürlich auch das Geile. Alter, wollte gerade sagen, steckst du die Zunge raus, aber ich glaube, du hast ja keinen mehr. Oh, du blöde Kuh, ey. Das ist ein blöder, ey. Geht der mir auf den Po?
Auf jeden Fall, voll auf Knacks der, ne? Also hier spuckt denn auch noch grüne Seuche. Ist ja nicht, was los ist. Ja, und dann kommt eben diese Passage, dass man nicht hinguckt und dann dreht so beim Kippen, ne? Kennt ihr selber, wenn ihr einen Kaffee so kippt, ne? Dass so unten der Löffel hinrutscht, ne? Und dann ist folgendes, dann willst du trinken, setzt die Tasse an, ne? Und eigentlich nicht so lustig. Aber jetzt, wo ich drüber erzähle, ist lustig. Wenn es mir passiert, ist nicht so lustig. Ja, und dann ja, hat man fast den ganzen Löffel im Hals. Und denkt sie, boah, ey, wa? Manche stört's wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich persönlich habe nie so einen Fetisch, einen Löffel komplett quer durch die Lunge einzuatmen. So, mein Jutstar, ich will eigentlich dieses Haus noch fertig machen. Wir haben gut gequatscht heute, muss ich sagen. Also, das ist sehr unterhaltsam mit euch. Und könnt ihr euch schon mal freuen auf die nächste Folge, wenn ich eine ganz normale Laune habe? Alter! Oh, der ist aber quer durch, ne? Gib mal, den hast du dir auf die Schulter. Der nimmt mir auf die Schulter! Ne? Der nimmt mir. Nee, auf den Arm, der nimmt mir auf die Schulter. Warum kommen denn jetzt so viele Daywalkers? Wie Wellen kommen denn am Tag eigentlich? Ja, ich ohne ihn in die Feuer. Das weiß ich. Hier ist er. Guck mal. Ach, hier, Glatzengabi. Ja, ich kann ja auch nichts dafür. Ach, wir sind ja immer noch nicht oben. Ach Gott. Hat das Haus mehrere Etagen oder was? Ey, Moment. Irgendwas stimmt. Ach so, ich wollte ja eh was wegschmeißen, ne? Warte mal. So, was haben wir denn hier für Krimskrams? Das brauche ich denn gar nicht. Ach, das hier nicht. Ist doch mal alt, ne? Das nicht, das nicht. Oh, guck mal, wie viel Kohlen wir haben, ey. Meine Güte. So, aber das nehmen wir natürlich mit. Bin ich denn Eisen voll oder was? Ja, gib mal, 26 Eisen schon. Aber ihr könnt gerne auch nach unten bleiben. Oh, hab ich den Gollum weggehauen. Hallo? Okay. Ich dachte hinter der Ecke, weil letztes Mal wart ihr auch so. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ist aber klar, dass da Pullover Paula sich auch noch beschwert. Nee, Kiste. Ah, böse Kiste. Ach, Kistchen. Ach du. Oh, Gott sei Dank. Habt ihr gesehen? 1, 2, 3. Ausfallschritt halt geübt, ne? Ich hatte nämlich damals mal, ja, so eine Feier. Da musste ich tanzen lernen. Und da habe ich nämlich das so, ja, akribisch geübt. Ich muss sagen, seitdem kann ich auch echt nicht anders tanzen, ne? Also ich kann nur das tanzen. Ach. Ich weiß, ich hab das gehört, aber ich dachte, der ist noch weiter unten. Oh, Putsch. Einfach nochmal in den Arsch geschossen. Einfach so, ne? Weiß kann. So, vielleicht ist hier noch ein geiles Buch drin, ne? Katzenphysik. Ja. Und Zeitablauf. Yeah. Na, das ist gut. Bin auch froh. Ja, mehr ist hier nicht. Super. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Vielen Dank für den Plausch. Und ja, denn habt ihr genug Input heute bekommen, glaube ich mal. Also, bis, nee, den machen wir noch. Bis kommt. Wenn der so langweilig hier ankommt, dann hauen wir den mal ins Gesicht. Wo ist er denn? Ja, alles kommt. Eine quer. Ey, wie ist, mit der Axt sollte man nicht kämpfen, aber für den Löffel reicht das noch. Also, wir sehen uns. Bis dann, ciao.